herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Ja, wir sind in der Woche vom 22. bis 28. Juni 2020. Und wir verwenden folgende Karten von Colette Baron-Reed. Finde deinen wahren Weg. Das sind die Karten für die allgemeinen Energien der Woche, die du für dich nutzbar machen kannst. Wir haben die Tageskarten, die natürlich wieder variabel sind, mit dem normalen Rider-Waite-Tarot. Wir haben die Tarot Familia von Lisa Parker für die Klärung zu den einzelnen Energien und Tageskarten. Und wir haben als Orakelkarte auch von Colette Baron-Reed die Weisheitskarten der Seele. So ein bisschen als Orientierungshilfe. Neuerungen gibt's. Ich habe einen neuen Shop auf meiner Webseite. Wenn ihr www.ella-tarosko.de anwählt, könnt ihr da die Kartendecks, wenn ihr wollt, bestellen. Ihr könnt aber auch persönliche Legungen buchen über den Shop. Ihr könnt das natürlich auch über die Preisliste machen, wie ihr wollt. Am einfachsten ist es halt über den Shop. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann geht das alles sehr automatisch und schnell, wenn es eilig ist und wenn ihr es eilig habt. Das nur mal so zwischendurch. Ich versuche ja immer, das so möglichst einfach für euch alle zu machen, damit ihr dann auch schnell zu euren Legungen oder zu euren Informationen kommt. So, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bei deinem Sternzeichen viel Freude für die Woche. Ich hoffe, es geht alles gut, es wird alles schön und wir sehen uns. Bis gleich. Herzliches Willkommen, lieber Widder, zur Taroskoplegung mit Ella in der Woche 22. bis 28. Juni 2020. Wir schauen uns auch in dieser Woche an, was bei dir so los ist. Die letzte Woche war ja ganz gut, soweit ich mich erinnere. Und wir gehen da auch nochmal durch. Denk dran, wir sind bei der Allgemeinlegung und das kann und wird nicht immer für jeden passen. Was ich euch erzähle, ist eine Geschichte, was daraus entstehen kann, um euch zu zeigen, wo ihr das anwenden könnt und wie ihr das nutzen könnt. Das heißt nicht, dass das exakt so bei euch stattfindet. Aber ihr könnt natürlich selber euch mit eurer Intuition einmischen sozusagen und das da einwenden, für wo es für euch wichtig und richtig ist. Wir schauen uns an, was in dieser Woche von außen kommt. Das ist das Erste, die Energie von den Mitmenschen, die auf einen zukommen, die mit einem zu tun haben. Das müssen keine Freunde sein, das können auch Kollegen sein oder ganz fremde Menschen. Das ist so die allgemeine Energie, die dich umgibt. Wir schauen uns das an. So, und haben die zwei der Luft, Zurückhaltung. Zurückhaltung oder dass jemand sich nicht entscheiden kann so wirklich. Das ist klare Energie, aber nicht dramatisches. Einfach so, jemand weiß noch nicht so recht, wo er oder sie hin möchte. Das ist so die Energie von außen in dieser Woche. So, wir wollen schauen, wie das zu dir passt, deiner Energie, wie du dich siehst, was du dir in dieser Woche wünschst, erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was vielleicht nicht so gut ist. Und dann gucken wir auch gleich, wie es ausgeht, energetisch gesehen immer, ne? So, dann haben wir ja auch die Wochentage. Ich gucke aber erstmal, ob das gut zu sehen ist so. Ja, die Wochentage sind auch bei der allgemeinen Legung variabel. Das heißt, die Energien sind da, aber sie zeigen sich bei jedem natürlich zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist unterschiedlich. Aber wenn sie dir begegnen, wirst du es wissen. Wir schauen uns an, wie du auf deine Mitmenschen reagierst, wie du nach außen dich zeigst, beziehungsweise die Energie, die du so abgibst nach außen. Und das ist der König der Stäbe. Deine Energie, Feuerenergie, also auch Leidenschaft, dranbleiben, sich für etwas einsetzen, optimistisch sein, positiv sein. Das ist sehr schön. So, schauen wir mal. Dann haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Das kann bei dir anders liegen, das ist nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass du mit dieser Legung irgendwas anfangen kannst, dass es dir weiterhilft in einer bestimmten Situation oder vielleicht bei einer Entscheidung nützlich ist. Wir wollen jetzt mal nochmal den Rückblick wagen auf die letzte Woche. Wir hatten letzte Woche die vier der Kelche von außen, auch ein bisschen Unzufriedenheit. Jetzt haben wir Unentschlossenheit oder Zurückhaltung. Jetzt haben wir bei dir den König der Stäbe. Letzte Woche war es der Page der Stäbe, Fokussierung.
Wir hatten, wie du dich gesehen hast, die Acht der Stäbe kommunikativ nach außen hin mit dem Narren und dem Gehängten. Das bedeutet Neuanfang mit neuen Perspektiven, mit der Innenschau oder der Schau darauf, was andere tun, warum sie es tun, die Beweggründe erkennen. Dein Wunsch war die Vier der Schwerter Ruhephase und das hatten wir, glaube ich, ganz oft in der letzten Legung. König der Stäbe mit dem Stern, der König der Stäbe sollte heilen, ja, und sollte sich da auch Ruhe gönnen. Das war wichtig. Ich hoffe, das hast du getan und du denkst auch in Zukunft daran, dass du ab und zu mal eine kleine Ruhephase brauchst. Das braucht jeder von uns. Hoffnung und Ängste, vier der Münzen, an etwas oder jemandem festhalten. Da hatten wir die Unentschlossenheit mit den zwei der Schwerter und der Königin der Schwerter. Ja, die Königin der Schwerter macht sich und anderen nichts vor. Kann auch bedeuten, dass du vielleicht nicht so gerne Dinge zugibst oder ja, vielleicht auch nicht so gerne zugibst, dass du dich überforderst zum Beispiel, ja. Wir hatten gut für dich, nein, Quatsch, Moment, Hoffnung und Ängste hatten wir gut für dich, die Fähre Lied, zwei der Münzen und der Herrscher, da ist ein unentschlossener Herrscher, wo es lang gehen soll, austarieren, was man machen soll, will, Gespräche vielleicht, Mäßigkeit, wir hatten ja dann den Beginn des Merkur rückläufig, was dann auch nicht so einfach ist, aber ich denke mal, dass du einen guten Kompromiss gefunden hast. Nicht gut war die 2 der Münzen, die Unentschlossenheit mit den 9 der Schwertern und den 4 der Schwertern. In deiner Ruhephase dir Gedanken machen, dich verrückt machen. 9 der Schwerter sind unnütze Sorgen und unentschlossen zu sein. Also wenn du das eine tust, nämlich dich ausruhen, dann sollst du dich auch ausruhen und nicht mit geschäftlichen Dingen oder Ähnlichem beschäftigen. Und wenn du dann arbeitest, dann beschäftigst du dich nicht mit privaten Dingen. Ja, das war das, was nämlich nicht gut war, dass du dich nicht wirklich zu einer Sache wirklich entscheiden konntest. Hohepriesterin war der Ausgang, Bauchgefühl, Intuition, 8 der Stäbe und 5 der Schwerter, auch zu sagen, was dir nicht passt. Ja, Kritik üben, aber das kann man eben, ja, im Merkur rückläufig kann man das tun, aber man wird oft eben falsch verstanden. Montag hatten wir Königin der Münzen, Stabilität und Sicherheit, daran hältst du fest und gehst auch neue Wege mit den 8 der Kelche und den 4 der Münzen. Sehr schön, Erdenergie, langsam, pragmatisch, sich auch um die Details kümmernd. Dienstag 10 der Schwerter, Enttäuschung hinter sich lassen, Königin der Münzen mit den 7 der Kelche, die Erdenergie verschafft dir Geduld. 7 der Kelche verschafft dir ein bisschen Verwirrung, aber das ist auch nicht schlimm, momentan sind alle verwirrt. Dinge funktionieren einfach nicht so, wie sie sollen, aber da muss man durch. Ja, wir alle müssen da durch. Mittwoch, 2 der Kelche sich auf Augenhöhe begegnen, 2 der Stäbe und 4 der Stäbe. In welche Richtung tendierst du? Zusammenziehen, ja, nein, oder gibt es häusliche Veränderungen? Daneben hatten wir nämlich direkt am Donnerstag die 10 der Kelche mit dem Ast der Stäbe und den 2 der Kelche und das war eine enge Verbindung, sich auf Augenhöhe begegnen. Leidenschaft und natürlich Liebe. Und das ist entweder eine bestehende Partnerschaft oder auch eine neue. Ich hatte da einen Kommentar von wegen, ja, ich bin doch in einer festen Beziehung. Leute, das ist eine allgemeine Legung. Und ich versuche da eine Geschichte herum zu bauen, die natürlich nicht für alle passt. Ja? Wenn die 10 der Kelche da sind, yippie, egal ob du Partner hast oder nicht, wenn, dann heißt das liebevolle Zeit. Und die kann man ja auch nutzen, ja. Dann hatten wir Freitag den Stern, die Heilung mit den 9 der Münzen, Ritter der Schwerter. Schnelle Energieunabhängigkeit, Freiheit, auch die einzelne Person, also eben, dass man stolz ist auf seinen Erfolg und dass man schnell unabhängiger werden kann. Und das kann man auch in einer Partnerschaft sein, ja. Heilung, dass man sich als eigene Persönlichkeit sieht. Samstag hatten wir die 4 der Schwerter wieder. Da die Ruhephase, Page der Münzen und Ast der Kelche, sei gut zu dir selbst. Es ist die allumfassende Liebe und betrifft natürlich auch dich ganz persönlich, ohne alles drumherum, dass du dir diese Ruhe gönnst und diese Zeit genießt. Sonntag Mäßigkeit, Herrscherin und Gericht waren dabei, zu beurteilen, was fruchtbar ist, was nicht, was dich weiterbringt und was nicht. Orakelkarte, glückliche Fügung, Nutzen der Gelegenheiten, die sich bieten, Harmonie schaffen und auch wahrnehmen, die Harmonie, die du auch mit dir selbst haben kannst, ja, und wirklich deine Mission verfolgen, ja, weil das natürlich etwas ist, was du auch, ja, was dich groß macht. Das Krafttier ist der Biber, mit dem du durch Einsatz und Arbeit natürlich eine solide Basis schaffst, aber dieser Einsatz
der braucht auch Ruhephasen, ja. Jeder Handwerker hält seine Pausen strikt ein und das tust du bitte auch, lieber Witter. Wir schauen jetzt, was wir diese Woche für dich haben. Wir haben jetzt von außen die zwei der Schwerter, Zurückhaltung und König der Stäbe. Du bist in deinem Energiefeld sozusagen, ja, voller Power. Und wir gucken mal, wie du dich denn selber siehst. Der Page der Luft, kommunikativ oder dass du Informationen sammelst, dass du ja einfach erstmal die Dinge auf dich wirken lässt, vielleicht auch Gespräche führst oder eben beobachtest. Kann auch bedeuten, dass du beobachtest. Dein Wunsch ist das Ass der Kelche, die allumfassende Liebe, und dazu gehört, wie ich eben schon sagte, auch die Eigenliebe, sich um sich selbst kümmern, dass es einem gut geht. Hoffnung und Ängste haben wir in dieser Woche. Die Herrscherin, das ist die Hoffnung, dass die Dinge fruchtbar sind und dass die Dinge sich weiterentwickeln. Wie gesagt, beim Merkur rückläufig kann es mal zur Stagnation kommen. Das heißt nicht, dass das Projekt gefährdet ist oder die Sache, sondern dass momentan einfach nicht viel geht. Was ist denn gut für dich? Gut für dich ist der König der Luft. Du wirst dir klar über einige Dinge. Du siehst mehr, als du vielleicht sagst. Der König der Schwerter ist ja manchmal auch ein bisschen harsch in seinen Äußerungen. Und ich denke, dass du das mit Charme gut rüberbringen kannst. Dass du vielleicht nicht so harsch bist, aber gut beobachtest und dann eben die Dinge beim Namen nennst. Okay. Nicht gut für dich ist die Liebe. Das bedeutet wahrscheinlich, dass du zu busy bist, dich um Liebe zu kümmern. Pass aber bitte auf, ne, dass du dich um dich selbst kümmerst. Das ist sehr wichtig, weil wenn du auf der Nase liegst, ist keinem gedient. Liebe an sich ist ja etwas sehr Schönes, aber es kann Gründe geben, warum man sich momentan damit einfach nicht beschäftigen möchte. Ausgang ist die 4 des Feuers, Stabilität, Sicherheit, ein Haus, ein Heim, eine stabile Umgebung, also Freunde, Familie, Bekannte, alles so im grünen Bereich, und das ist so dein Nest, wo du dich wohlfühlst. Sehr schön. Montag, Königin der Münzen. Du beobachtest, denke ich mal, um zu schauen, wo es, ja, ich sag mal, Möglichkeiten zum Investieren gibt, zum Beispiel. Wo du dich investieren willst, wo du dich reinfügen willst, oder vielleicht willst du ja auch dein Haus renovieren oder deine Wohnung, ne, dass du da überlegst, ja, was, wie mache ich das am besten, ne? Oder dass du was verschönerst einfach. Es geht nicht immer nur um Geld, es geht auch darum, dass du dich wohlfühlst einfach. Da haben wir den Gehängten. Ass der Kelche, die Perspektive mal wieder andersherum, ja, schauen, wie ein anderer das sehen würde vielleicht. Vielleicht interessiert es dich auch, was andere über gewisse Dinge denken, auch in Bezug auf Freundschaft, auf Liebe, auf Partnerschaft. In Partnerschaften ist es ja sowieso wichtig, dass man sich austauscht, weil die meisten können eben nicht in den Kopf des anderen hineinschauen, und sich da auszutauschen und auch mal miteinander zu sprechen darüber, was man sich vorstellt oder was man sich wünscht, ist eine gute Sache. Mittwoch, Vergangenheit, 6 der Kelche. Wir haben auch mit den 6 der Kelchen in Merkur rückläufig die Möglichkeit, zum Beispiel Streit beizulegen. Dinge, die vielleicht schon länger da sind, diese Dinge beizulegen, ne? Und dazu kann man natürlich auch die Perspektive wechseln. Dafür kann auch die Herrscherin da sein, sagen, vielleicht kriegen wir das jetzt endlich mal gebacken, dass wir diesen Streit endlich beenden. Donnerstag haben wir das Ass der Schwerter. Unterm König der Schwerter klare Ansage, klares Zöpfe abschneiden, ja, was nicht mehr ist, weg damit, vielleicht auch aus der Vergangenheit, vielleicht nochmal einen Versuch, was beizulegen. Wenn es nicht klappt, dann war es das, zum Beispiel. Freitag, der Neubeginn mit dem Narren. Unbelastet und frei, ja, wenn du alte Zöpfe abgeschnitten hast, deinen Kommentar abgegeben hast zu bestimmten Dingen, dann kannst du neu beginnen. Du hast die Dinge angesprochen, du hast dich klar geäußert und damit okay. Samstag, der Mond, Sensitivität. Vielleicht sehnst du dich nach Liebe. Vielleicht mit dem Mond kommen auch so mal so schlechte Eigenschaften zutage, auch gerade vielleicht im Liebesbereich, dass man muffelig ist, schlechte Laune hat oder eben seine schlechten Eigenschaften so ein bisschen hervorholt. Das kann gut sein im heimischen Bereich. Was haben wir am Sonntag? 9 der Stäbe, du gibst nicht auf, du willst wahrscheinlich Frieden wiederherstellen, dich mit allen versöhnen
Und wir haben von außen aber die Zurückhaltung. Warum auch immer. Das kann bedeuten, dass jemand vielleicht mit was anderem gerade beschäftigt ist, zum Beispiel. Ja, ja, schauen wir mal. Page der Luft, deine Energie. Sechs der Kelche, Vergangenheit. Und Knabe der Schwerter. Gespräche. Kontaktaufnahme möglicherweise durch oder mit der Vergangenheit. Du willst, glaube ich, was hinter dir lassen und deswegen versorgst du da für klare Verhältnisse. Das ist ja okay. Du legst vielleicht auch etwas aus der Vergangenheit endlich zur Seite. Es ist erledigt. Ass der Kelche, Ritter der Stäbe, Begeisterung und Gerechtigkeit. Es geht um Gerechtigkeit, um Begeisterung für Gefühle und vielleicht sorgst du endlich dann mal für den Ausgleich, dass du dir auch Ruhe gönnst. Das hoffe ich zumindest. Oder dass du eben die Perspektive wechselst, um fair beurteilen zu können, auch gerade im gefühlsmäßigen Bereich. Die Herrscherin, Acht der Stäbe und der König der Schwerter. Ja, da wird kommuniziert, was du weiterführen willst und was nicht. Vielleicht gibt es auch jemanden, der da was mit zu tun hat. Das kann auch im Job sein natürlich, ja, dass da kommuniziert wird, wo zum Beispiel es weitergeht im Job oder in dieser Firma. Ja, das können Gespräche sein. Der König der Luft ist auch für dich gut. Wir haben die Vier der Kelche und wir haben die Neun der Schwerter. Wir haben eine gewisse Unzufriedenheit und das muss nicht unbedingt deine Unzufriedenheit sein. Das kann im Job sein, das kann in diesen Bereichen sein, um dich herum. Und du sprichst mal Tacheles. Du sagst, Leute, warum seid ihr eigentlich immer so negativ eingestellt? Zum Beispiel, wenn wir dieses und jenes ändern, können wir viel erreichen. Damit kannst du natürlich für eine Wende sorgen, wenn es um etwas geht. Ja, du kannst dich da involvieren, du kannst die Dinge ansprechen. Aber wie gesagt, wir müssen halt aufpassen, dass wir auch richtig verstanden werden. Die Liebe, Königin der Schwerter. Und die Acht der Kelche. Neue Wege zu gehen, auch wenn man da wirklich aufrichtig mit sich selber ist, würde in dieser Woche zu nichts führen. Ja, ich denke auch, bis Merkur vorbei ist nicht, wenn du da großartige Veränderungen hervorrufen möchtest. Natürlich kann man über Dinge sprechen, aber das wird sich nicht viel tun, solange Merkur, wie gesagt, immer noch rückläufig ist. Vier des Feuers, zwei der Stäbe und die Fünf der Kelche. Da geht es um... Wie machen wir das weiter? Ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, was mir so spontan dazu einfällt. Ihr habt begonnen, ein Haus zu bauen. Die Firma hat euch hängen lassen und wie geht es jetzt weiter? Das ist bedauerlich, das ist auch kränkend und das ist nervtötend, aber es muss ja irgendwie weitergehen. Also überlegt man, welche Wahl habe ich? Und das sind die zwei der Stäbe. Das muss bei dir nicht so zutreffen, aber es ist ein Beispiel für eine Situation, wo das vorkommen kann mit den Fünf der Kelche. Man hat Herzblut reingehängt und möchte das umsetzen und das klappt aus irgendeinem Grund nicht so, wie man das geplant hatte. Also gilt es, mit dem, was man hat, das Beste rauszuholen. Und das ist momentan deine Situation. Das kann auch was anderes betreffen. Das kann auch zum Beispiel den Umzug betreffen. Ja, dass man nicht rechtzeitig einen Möbelwagen bekommt und dann wirklich da steht oder es passiert irgendwas. Ja. Es gibt momentan ohne Ende Verzögerungen. Wir schauen mal. Montag, Königin der Münzen, Acht der Schwerter und die Sieben der Münzen. Da dreht man sich im Kreis. Das ist so ein bisschen, man kommt nicht von der Stelle. Auch wieder Stagnation. Das Wichtigste ist, wenn man nicht weiter weiß und wenn man keine Lösung hat, Gespräche, ja, oder Leute, die gar nichts mit der Sache zu tun haben, einfach mal fragen, Impulse holen und Geduld haben. Manche Dinge erledigen sich auch von alleine. Es sind die wenigsten, aber es gibt Möglichkeiten, dass sich Dinge klären lassen können, auch wenn man nicht selber tätig wird darin. Die Perspektivewechsel ist immer eine gute Sache. Vier der Schwerter mal wieder und die Veränderung, die Transformation. Eine Veränderung kannst du nur herbeiführen bei dir selbst. Die Veränderung von außen kannst du nur bedingt beeinflussen, nämlich so weit, wie andere das zulassen. Egal, ob es um Job geht, ob es um Privates geht, ob es um Beziehungen geht. Wenn du etwas verändern willst, musst du natürlich dich dazu äußern oder du solltest die Beteiligten informieren
Und dann natürlich erwarten, was die anderen dazu sagen. Besprechen, Kompromisse finden. Eine Veränderung im großen Rahmen mit vielen Beteiligten, sei es eine Firma oder eine Familie oder was auch immer, das geht nur gemeinsam. Und da haben wir die Vergangenheit, da haben wir das Ass der Stäbe und den Eremiten. Ein leidenschaftlicher Neubeginn mit Einsamkeit. Also, ich denke mal, dass es eine Erinnerung aus der Vergangenheit gibt, dass du daran zurückdenkst, die Erfahrungen daraus sammelst und dann für dich heute verwertest. Aber ich glaube weniger, dass es eine neu belebte alte Flamme ist. Das glaube ich nicht. Oder ein alter Job, der neu angegangen wird. Es kann aber sein, dass du zum Beispiel, wenn du in einem Fachbereich gearbeitet hast und da wirklich gut warst und Spaß dran hattest, dass du diese Erfahrungen in einen neuen Job, in dein jetziges Tätigkeitsfeld mit rübernimmst, weil du da viel gelernt hast. Ass der Schwerter, drei der Kelche, Geselligkeit und Knabe der Münzen. Sich langsam wieder annähern, so auch an Freundschaften, neue Freundschaften vielleicht durch diese, ja, ich sag mal, Einsamkeit, die uns ja auferlegt wurde, kann es sein, dass jetzt langsam wieder Annäherung stattfindet, ja. Und wir haben hier ja auch mit dem König der Schwerter da so eine gewisse Unzufriedenheit und unnötige Sorge. Vielleicht der Gedanke, dass die anderen sich gar nicht mehr melden, dass man nichts mehr hört oder so. Wir haben aber hier den Neuanfang. Und da haben wir das Rad des Schicksals, Karma und die sieben der Stäbe. Du bist gewappnet, wenn da mit Karma irgendwas dazwischen kommen könnte für den Neustart. Du bist gewappnet, du hast dich gerüstet, du willst die Dinge angehen. Ob das jetzt beruflich ist oder privat, es kann beides sein, aber ich denke mal eher, dass es mehr darum geht, Dinge umzusetzen, zu realisieren im Job, in deiner Tätigkeit. So, und dann haben wir den Mond, die sensitive Seite, der Turm und der König der Kelche. So. Der Mond sind ja so schlechte Eigenschaften oder schlechte Angewohnheiten oder Dinge, die man so an den Tag legt, die nicht so gut ankommen. Also packt man den König der Kelche drauf. Der überschwemmt alle mit seinem Charme, ist jetzt übertrieben überschwemmt, aber er ist sehr charismatisch und kann die Dinge in die Hand nehmen. Es kann nicht schaden, charmant zu sein. Neun der Stäbe, hohe Priesterin. Und die Königin der Stäbe, du kümmerst dich darum, dass die Dinge klappen. Und zwar mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Feuerenergie. Das gilt natürlich, wie gesagt, für alle Bereiche, nicht nur privat, sondern auch beruflich, dass du dran bist. Und mit Charme und Eleganz kannst du diese Dinge umsetzen. Du musst natürlich damit rechnen, weil wir von außen tatsächlich die zwei der Schwerter haben, dass das nicht sofort so mit Begeisterung aufgenommen wird, wie du dir das erhoffst, sondern das ist eher so, naja, wir gucken mal und so. Es ist alles momentan ein bisschen verzögert. Ja, die Leute sind ein bisschen vorsichtig. Und wir haben für dich als Orakelkarte der Wunschbrunnen. Das klingt doch schon mal sehr gut. Der Wunschbrunnen. Interessant. Man muss was investieren, damit wieder was rauskommt. Aber was dann rauskommt, schauen wir mal. Im Begehren liegt der heilige Drang nach Leben. Spüre das Verlangen, aber befreie dich von der Verhaftung an den Besitz. Also es geht auch um Leidenschaft natürlich. Hier haben wir ja auch in der Vergangenheit oder mit der Vergangenheit eine gewisse Leidenschaft. Aber das Festhalten zu können, ist eine Illusion. Die Karte bedeutet, das Verlangen ist unser wichtigster Impuls, Leben zu erschaffen. Der Zusammenhang von Verlangen und Inspiration wird dir jetzt klar. Du kannst die Wahrheit in jenem Moment spüren, in dem du fühlst, wie neues Leben entsteht. Es ist ein Augenblick, in dem du ein Aha-Erlebnis hast, mit dem alles einen Sinn ergibt. Vielleicht begegnest du einer verwandten Seele, brütest eine Idee aus oder erwartest ein Kind. Diese Karte soll dir die Gegenwart der verborgenen Kräfte, die einen Neubeginn ermöglichen, bewusst machen. Die göttliche Intelligenz berührt das Energiefeld des Möglichen, aus dem neues Leben auf magische Weise durch Mitschöpfertum entsteht. Weder du noch ein anderer kann wissen, auf welche Weise dies zustande kommt. Es geschieht einfach. Daher kannst du den Entwicklungsprozess auch nicht steuern. Vielmehr musst du den Weg für eine höhere Macht freimachen, damit sie durch dich wirkt. Gebe auch jedes Verhaftetsein dann eine Vorstellung auf, wie oder wann das Neu Erschaffene in die Welt zu treten hat.
Lass dein inneres Ziel Form annehmen, wirf die Münze in den Wunschbrunnen und vertraue dem göttlichen Prinzip. Mache dich auf erstaunliche Dinge gefasst. Was ich denke ist, dass du vielleicht eine Vorstellung davon hast, wie das zu dir kommen soll, die Entwicklung, wie das vorangehen soll. Du hast eine Vorstellung davon, wie das zu sein hat. Und davon musst du dich lösen, damit das eben frei von diesem Zwang, dass das genau so oder so aussehen soll, zu dir kommen soll. Ich denke mal, dass es darum geht, auf dem Weg dorthin, was du erreichen willst. Sei es jetzt im Beruf. Du bist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Natürlich hat jeder auch mal ein paar negative Gedanken oder ein paar, ja, nicht so gute Tage, wo man ein bisschen nörgelig ist oder so. Aber ich denke, dass du dich den Dingen anpasst, die dann passieren. Und die Entwicklung dahin ist vielleicht anders als das, was du erwartet hast zuvor. Ja? Ein paar Dinge fallen weg. Vielleicht auch Sorgen, die du dir machst, die unnötig sind. Wir haben Klarheit, aber auch aus der Unzufriedenheit heraus. Also auch Dinge, die eben nicht gut klappen. Wir verändern ja immer das, was nicht so gut klappt. Das, was gut läuft, da gehen wir nicht dran. Warum auch? Ne? Also wenn sich dir Hürden in den Weg stellen, ist das ja etwas, was dich auffordert, aktiv zu werden. So, und wir haben... Ich ziehe für Merkur rückläufig momentan ein paar Lenormand-Karten. Bei dir sind gleich zwei gekommen. Und zwar haben wir einmal den Schlüssel. Ja, der Schlüssel ist so, was die Türen öffnet. Aber wir haben auch die Maus. Und die Maus ist der Verlust. Das könnte der Verlust momentan von gewisser Klarheit sein. Und das sehe ich auch mit den ganzen Schwertern, mit den unnötigen Sorgen. Und dass da vielleicht auch das eine oder andere ein bisschen unzufrieden macht. Aber du bleibst dran, du gibst ja nicht auf, deine Intuition leitet dich. Ich glaube, das Ergebnis ist einfach ein bisschen anders, als du erwartest, oder die Entwicklung dahin ist etwas anders, als du erwartest. Aber ich denke, dass du am Ende des Monats zum Beispiel auch zufrieden mit dem bist, wie sich das entwickelt hat. Aber auf dem Weg dahin war es halt ganz schön mühsam, so sieht's aus. Und da gilt es halt, okay. Ist halt so, Hauptsache ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich bin zufrieden, ich bin in meinem Element, auch wenn die anderen vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind oder wenn manchmal auch, ja, andere grantelig sind oder ich bin grantelig. Ich gehe Schritt für Schritt voran, mache keine großen Veränderungen. Das ist momentan nicht so angesagt. Und hier haben wir ja auch in der Liebe Begeisterung dafür. Aber man möchte auch fair behandelt werden, man möchte auch bitte andere fair behandeln, ganz klar. Vergangenheit spielt eine Rolle und ich denke, dass du ein paar Impulse aus der Vergangenheit auch für deinen Job nutzen kannst, wo du wirklich Leidenschaft investiert hast. Das haben wir hier zweimal mit der Vergangenheit. Vielleicht fällt dir da was Gutes ein, was du für dich umsetzen kannst. Ja, mein lieber Widder, ich bin gespannt, wie die Woche für dich verläuft, was davon für dich hilfreich ist. Ich hoffe, eine ganze Menge. Und dass du daraus gute Impulse für dich ziehen kannst und weißt, nicht immer ist es einfach und nicht immer geht es ohne Verlust oder dass man Dinge zurücklässt. Das haben wir auch mit dem Ass der Schwerter, dass man eben alte Zöpfe abschneiden muss, auch wenn es manchmal, naja, nicht so schön ist. Aber letztendlich denke ich, das ist das Ziel, etwas zu erreichen. Und wenn es dann gut wird, ist das auch in Ordnung. Leben ist Veränderung und da spielt sich einiges momentan bei dir ab. Schauen wir mal dann, wie es nächste Woche weitergeht. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, was du berichtest. Und wenn es gut war, ich sag mal, was ich dir hier berichtet habe und du das mitnehmen kannst und verwenden kannst, würde ich mich über ein Däumchen hoch sehr freuen. Mach dir eine tolle Woche, kümmere dich um dich, sei gut zu dir und ja, dann sehen wir weiter. Bis nächste Woche. Tschüss.